Weggeworfene Bananenschalen, Unterwäsche oder Tennissocken, geschnitzt aus Holz. Die Optik der Skulpturen täuschend echt. Besonders ist tatsächlich, dass ich die Illusion erschaffe, und es freut mich immer extrem, wenn die Leute es anfassen wollen, was jetzt natürlich vielleicht nicht jeder machen müsste. Aber dann habe ich immer das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht, weil die Leute mir nicht glauben, dass ich es aus Holz geschnitzt habe. Oder wenn ich Sachen schaffe, bei denen Menschen davor stehen und sich denken, das kann doch gar nicht Holz sein. Und ich denke mir, doch, ich habe das aus Holz gemacht. Jessie Strixner stellt hier im Valentin-Karlstadt-Museum gemeinsam mit ihrem Partner Philipp Lier ihre Werke aus. Während sich Jessie auf Kleidung und Alltagsgegenstände aus Holz fokussiert, fertigt Philipp figurale Skulpturen wie kleine Astronauten. Da geht es auch ganz viel darum, wie sieht die Zukunft der Menschheit aus, also wohin bewegen wir uns und wie erweitern wir unseren Lebensraum. Solche Sachen sind da das Thema vor allem. Ansonsten gibt es auch ganz viele so sehr kleinere Arbeiten, humorvolle Arbeiten, die sind so mehr aus dem Comic-Bereich. Da geht es dann auch wirklich um den Witz und den Humor. Philipp Liers Holzastronauten passen perfekt ins Valentin-Karlstadt-Museum. Ich musste sofort an Karl Valentins Flug zum Mond denken, wo er 1928 schon mit der Mondrakete zum Mond fliegen wollte, was 1928 natürlich ein schwieriges Unterfangen war. Und es gelingt natürlich nicht. Ein Journalist fragt dann auf der Bühne, ja, klappt denn das mit dem Flug zum Mond? Dann sagt er, ja klar klappt das, ist doch alles da. Wir sind da, der Mond ist da, die Erde ist da, die Rakete ist da. Die Schwierigkeit ist nur die Distanz zwischen Erde und Mond. Witz, Ironie und Humor. Das alles verbindet Karl Valentin und die Werke von Jessie Strixner und Philipp Lier. Zu sehen bis zum 7. November im Valentin-Karlstadt-Museum.